Es ist vor allem die Euro-Schuldenkrise, die die Unternehmen und die Manager verunsichert, die weltweiten Schuldenberge. Wie kommen wir da zu einer konstruktiven Lösung? Wie kommen wir von diesen Schuldenbergen runter? Darüber spricht Corinna Wohlfall mit Andreas Popp von der Wissensmanufaktur in Frankfurt. Ja, danke Isabel. Wir haben gesagt, wir sprechen heute mal nicht über DAX rauf, runter, das sollen andere tun, sondern wir nehmen uns mal eines dieser Problemeknöpfe uns mal vor, nämlich die Schulden. Wie kommen wir jemals von diesen Schuldenbergen runter und was passiert dann eigentlich mit der Wirtschaft? Da besteht tatsächlich ein gewisses Dilemma, denn die Problematik ist, dass viele gar nicht verstanden haben, wie unser Schuldgeldsystem eigentlich funktioniert. Man darf nicht vergessen, wenn man Schulden zurückzahlt, wird Geldmenge vernichtet. Das müssen Sie uns vielleicht nochmal konkreter erklären an einem Beispiel. Also nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich arbeite bei Ihnen 2 Stunden zu Hause und Sie entlohnen mich dafür mit einem Schuldschein, indem Sie mir zusagen, auch irgendwann mal 2 Stunden Arbeit zuzusagen. Und ich nehme diesen Zettel jetzt mit und setze ihn jetzt bei meinen Freunden in dem Dorf, Ihre Loyalität steht ja nicht in Frage, und setze jetzt Ihren Schuldschein quasi als Zahlungsmittel ein. Und so wandert er von einem zum anderen. Damit ist dieser Schuldschein schon zum Geld geworden. Und irgendwann kommt einer auf Sie zu und wird die 2 Stunden Arbeit einfordern. Ja, und wenn die eingefordert ist, ist die Schuld getilgt und der Schuldschein wird zerrissen. Und genauso ist es mit dem Geld analog anzuwenden. Das heißt, wenn die Schulden zurückgeführt werden, dann fehlt mit einmal eine Menge Geld im System, was dann ja auch nicht mehr die Wirtschaft stimulieren kann. Das heißt, das System ist grundsätzlich in Frage zu stellen, oder? Das System ist grundsätzlich in Frage zu stellen, denn beim tatsächlichen Geldsystem ist es so, dass es eben halt die Geschäftsbanken und deren anhängenden Zentralbanken natürlich dieses Geld in den Markt reinschmeißen. Und wenn wir beispielsweise jetzt 2 Billionen Staatsverschuldung haben und wir würden sie mit einem Rutsch abbezahlen, müssten wir 2 Billionen Geldmenge vernichten, was die gesamte Realökonomie, die restliche, noch zerstören würde. Also müssen wir das System komplett überfragen, ob das verzinste Schuldgeldsystem auf Dauer haltbar ist und wir uns tatsächlich um die Ursachen kümmern. Damit werfen Sie jetzt aber auch den Regierungen vor, dass die genau das Falsche machen mit ihren ganzen Rettungsmechanismen, indem sie das ganze System ja noch mehr aufpumpen. Frau Merkel würde Sie wahrscheinlich fragen, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist bekannt. Es gibt viele Modelle von nicht verzinsten Schuldgeldsystemen. Wir haben in der Wissensmanufaktur diverse Modelle erarbeitet, stehen auch gern zur Verfügung, auch Frau Merkel zu beraten, wenn sie Fragen hat. Dazu bräuchten wir ein zweites Interview. Das machen wir das nächste Mal, wenn Sie kommen. Die Zeit ist schon um. Wir gehen zurück nach Köln. Danke.